Sehen Sie, was Souveränität bewirkt. Souveränitätsexperte Theo Bergauer im Gespräch mit seinen Gästen. Unternehmer, erfolgreiche Sportler, Persönlichkeiten der Gesellschaft. In diesem Video gehen Sie zusammen mit Ihnen auf eine Tour, von der Sie souverän wiederkommen werden. Einfach bergisch gut! Wie oft hätten wir gerne den Blick auf der Hürde, so wie ich, weit in die Zukunft gerichtet, um zu wissen, sind denn deine Entscheidungen richtig? Hast du das Problem richtig gut angepackt? Diese Hürde haben wir, wenn wir schnell unter Stress Entscheidungen treffen müssen. Ein Impact Leader, der nimmt die Verantwortung, er führt sie und er wird nachhaltig was bewirken, dass alle wieder gesund am Boden zurückkommen. Dass das Team gestärkt aus jeder Krise rausgeht. Am Boden zurückkommen hat mit Fliegerei zu tun. Wir werden sehr viele Parallelen haben aus der Fliegerei, aus der Luftfahrt, was du für dich, für deine Entscheidungsfindung und für dein Team übertragen kannst. Also, lass uns abheben, lass uns einsteigen. Die Bordkarte ist gezückt und es wartet auf mich jemand, auf den ich mich besonders freue. Seid gespannt. Er hat viel zu erzählen. Hier ist er, Robert Stolz. Ich heiße Robert Stolz, bin Kommunikationspilot und helfe mittelständischen Unternehmen, die Kooperationsfähigkeit und auch die Kommunikationsfähigkeit wesentlich zu verbessern. Ich fliege selber als Pilot und habe auch lange Zeit in Unternehmen bei Siemens und 3M gearbeitet. Und in der Fliegerei habe ich gemerkt, dass Methoden aus der Luftfahrt wunderbar geeignet sind für den Einsatz in Unternehmen. Also im Klartext heißt es, wir arbeiten mit den Methoden der Luftfahrt und transportieren anschließend die Ergebnisse in euer Unternehmen zurück. Ja, darüber gehen wir auch in 1:1 Gespräche mit Führungskräften oder auch mit Teammitgliedern, denn ich bin davon überzeugt, dass viele Menschen viel, viel mehr können, als sie vielleicht erstmal von sich geben, aus ganz verschiedenen Gründen. Und ich begleite eure Leute dabei, das wirklich das Potenzial zu entfalten. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, herzlich willkommen, liebe Hörer und Seher und Seherinnen, denn wir sind ja auch auf YouTube. Und dir natürlich herzlich willkommen, lieber Robert Stolz. Guten Morgen, Theo. Ja, wir sind auf der Rollbahn. Ich sehe schon gerade, du sitzt noch verkehrt rum im Cockpit, aber das hat ja auch seinen Sinn, denn wir wollen heute nicht miteinander fliegen im Simulator, sondern wir wollen unsere Gäste mitnehmen, unsere Zuhörer mal über die Fliegerei und auch das zu reden, was hat das mit Impact Leadership zu tun? Was heißt denn mit Verantwortung führen und auch nachhaltig was bewirken, besonders dann, wenn Entscheidungen gefragt sind? Und darüber wollen wir uns mal unterhalten, lieber Robert. Wie siehst du das? Du hast ja auch eine Entscheidung getroffen und ich glaube, eine der besten Entscheidungen war, dass wir uns kennengelernt haben. Erzähl mal, wo war denn das bei einem großen Unternehmen? Ja, genau, Theo. Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich mit dabei sein darf. Ich freue mich wirklich riesig darüber. Ja. Und ja, wir haben uns kennengelernt, da war ich noch bei Siemens tätig. Da gab es dann ein Seminar. Ich glaube, ich war noch im Vertrieb tätig und da habe ich dich zum ersten Mal kennengelernt. Und ja, das ist ja auch schon über 20, 25 Jahre her. Und unsere Freundschaft, die hat sich immer bewahrt, immer mal zwischendurch telefoniert im Jahr oder mal gefragt, wie geht's dem anderen. Es war wirklich eine ganz schöne Zeit und jetzt sehen wir uns auch schon wieder und wir hatten auch viele Berührungspunkte, komme ich vielleicht ein bisschen später noch drauf. Das ist schön. Die Station, die wir beide gemeinsam Also du bist ein wirklich toller Partner, der sich auch präzise immer vorbereitet, der immer alle Dinge nochmal hinterfragt. Ich glaube, das hängt auch mit dem zusammen, über das wir uns dann heute unterhalten. Und uns verbindet sehr, sehr viel. Und ich freue mich, dass du heute Zeit hast und dass wir mal eintauchen können. Diesen Benchmark, was hat eine Fliegerei überhaupt mit Problembehandlung und natürlich auch mit Entscheidungsfindung zu tun? Du hast ja eine Entscheidung getroffen für dich, mal dann bei Siemens wegzugehen und dich selbstständig zu machen als Coach. Und ich weiß noch wie heute, als ich dir eine Frage gestellt habe, was würde passieren, wenn du dein Hobby mit dem Beruf verbinden würdest? Und was war deine Antwort? Ich glaube, ich habe dich erstmal ganz komisch angeguckt, Theo. Ich war mir nicht sicher, ob du das jetzt ernst meinst oder ob das, sage ich mal, einer dieser subtilen Jokes ist, ja, wo du mich so ein bisschen mit auf den Arm nehmen wolltest. Ja. Aber je mehr wir darüber gesprochen haben, desto mehr reifte in mir der Gedanke, ja, warum eigentlich nicht? Mhm. Ja, und ich weiß noch, da war ich bei dir unten zu Besuch, da in deiner Heimat.
Ja, genau. Und da sind wir wirklich mal ins Brainstorming gegangen und haben auch mal festgeklopft, ja, was brauche ich denn eigentlich an Handwerkszeug dafür? Ne? Was fehlt mir noch? Was bringe ich mit? Ja. Und da warst du mir also eine extreme Stütze, weil ganz ehrlich, Theo, ohne dich, glaube ich, hätte ich den Schritt nicht gemacht. Ja, aber du hast das Ding zum Fliegen gebracht. Gib mir halt Ja. einmal Ja. das Fahrwerk eingeklappt und fliegst jetzt mit deinem Projekt schon viele Jahre und wir durften auch miteinander was machen, da kommen wir ja später drauf. Und das ist einfach schön, in diesen langen Zeiten auch dir entscheidend helfen zu können, indem eine Entscheidung bei dir gereift hat und die halt mal umsetzt. Das ist aber schön, dass wir heute mal über dein Herzensthema sprechen und jetzt steigen wir mal ein. Wir haben Onboarding und das Thema ist natürlich, immer wenn Entscheidungen fallen müssen, ist bei euch in der Fliegerei Zeitnot. Und ich weiß noch ein Beispiel, als du mal entscheiden musstest, wie machst du denn mit dem Fliegen? Da kam die Unwetterfront, erzähl mal das Beispiel, wenn sich Ja, plötzlich das ich Umfeld kam verändert. ich kam von Norderney und wollte zurück Richtung Mönchengladbach. Und da kam halt die Funkmeldung, dass über Münster ein großes Gewitter ist. Und wurden halt gebeten, da nicht reinzufliegen, vor allem auch nicht drüber zu fliegen über Gewitter, weil es immer gefährlich ist. Könnte ja steigen in dem Moment und plötzlich ist man mittendrin. Und dann flog ich dann in Richtung Holland und die Gewitterfront, die zog sich tatsächlich bis in den holländischen Raum hinein. Und sodass ich halt schon überlegte, was kann ich machen. Und was ich ganz rührend fand in dem Moment, die Zusammenarbeit zwischen dem Flug Information Service, der mich begleitet hat, der wirklich gefühlt alle 5 Minuten gefragt hat, wie es mir geht, ob sie was tun können und mich mit Informationen versorgt haben. Diese Partnerschaft in der Fliegerei, die ist wirklich einmalig, wo sich einer um den anderen kümmert, wo man Verantwortung übernimmt für den anderen. Das konnte ich wirklich in der Praxis mal spüren. Es hat mir wirklich so gut getan, einen solchen Menschen, auch wenn ich ihn nicht gesehen habe, an meiner Seite zu wissen. Ja, und Gott sei Dank ist alles gut ausgegangen. Plötzlich öffnete sich tatsächlich der Himmel. Ja, so ähnlich wie gestern in unserem Telefonat, Theo, und ich konnte zurück nach Hause. Das ist so schön. Ja, das ist ähnlich wie Führen auf Distanz. Da hatte ich dann der Tower, da war jemand da. Und warum denkst du, es ist in Unternehmen auch wichtig, Führung auf Distanz? Gerade in Zeiten, die turbulent sind und die ganze Wirtschaft, alles ist ja momentan turbulent. Stimmt allerdings, das stimmt allerdings. Umso wichtiger ist es, dass man auch einen klaren Plan hat, dass man auch Menschen hat, die das gleiche Ziel haben, mit denen man darüber diskutieren kann, wo man auch überlegt, was mache ich, Komma, wenn? Ja, dass man sich vorher Gedanken macht, was mache ich, Komma, wenn? Das ist ähnlich wie so ein, sag ich mal, wie ein Ehevertrag, ne, wo man auch nur darüber reden kann, wenn man sich noch gut versteht. Wenn es soweit ist, ist es zu spät. Und genauso ist es letztendlich in der Fliegerei auch. Ich glaube, ich weiß, du hast wahrscheinlich einige Seminare gemacht. Du erzählst dann immer, dass er wirklich ausgebildet wurde, gerade für solche Krisensituationen im Cockpit. Da gibt es eine bestimmte systematische Vorgehensweise. Vielleicht nimmst du uns mal mit. Und das hilft bestimmt auch, die eigenen Probleme, die wir haben oder wenn Krisen sind, mit diesem Hilfswerkzeug mal anzugehen und den Kopf klar zu haben und dann zu einer Entscheidung zu kommen. Ja, die Checklisten spielen in der Fliegerei eine richtig, richtig große Rolle. Es gibt für alles mögliche Checklisten fürs Rollen, fürs Abheben, für den Flug als solches, dann für die Landung. Überall gibt es Checklisten. Und die Checklisten sind im Endeffekt dafür da, dich schon mal vorzuspannen. Ne? Wenn was kommt, dass du weißt, wo findest du es, dass du weißt, was mache ich denn da. Es gibt ja einen Halt, diese Checklisten. Und das kann man nicht nur im Cockpit nehmen, diese Checklisten. Man kann es sogar privat einsetzen, Checklisten. Man kann Checklisten im Unternehmen einsetzen. Ne? Das sind Dinge, über die man nicht mehr unbedingt reden muss, weil das hat man schon mal getan. Die werden dann fixiert, die werden festgelegt Ja, und darauf kann man sich letztendlich verlassen. das ist das Thema Verantwortung. Nicht zu sagen, habe ich schon 100.000 Mal gemacht, muss ich mir keinen Kopf mehr machen, sondern gerade das eine Mal und dann ist halt ein Haken nicht auf der Checkliste und schon sagt man, Gott sei Dank habe ich da nochmal drauf geschaut. Genau. Wobei man natürlich die Checklisten bei jedem Flug durchgeht. Also man sagt nicht nur, ich habe Checklisten, weiß, wo sie sind, sondern man arbeitet aktiv Abhaken, damit. abhaken, ja. Und die Zusammenarbeit ist ganz wichtig, dass einer sich auf den anderen verlassen kann, dass man auch abgeben kann, Verantwortung abgeben kann und dass man sich sicher ist, dass der andere es auch richtig, richtig gut macht, als wenn man es selbst täte. Auch das ist eine Kunst, ja, die man lernen muss, die aber sehr, sehr effizient ist. Und was ich noch im Kopf habe, diese Kunst auch sich verlassen gegenseitig. Früher gab es ja den Spruch, da wo meine Kapitänsmütze liegt, da sitzt du jetzt als Co-Pilot. Nach dem Motto, Klammer auf, du hast mir nichts zu sagen, Klammer zu. Hat sich das verändert? Gott sei Dank. Gott sei Dank hat sich das verändert. Gott sei Dank, auch bei Entscheidungen. Ja, natürlich entscheidet immer noch der Kapitän als solches.
Nur gegenüber früher, um bei deinem Szenario zu bleiben, ja, da hat der Kapitän wirklich allein entschieden und hat auch teilweise allein gemacht. Und das ist heute nicht, Gott sei Dank, nicht mehr der Fall. Heute wird darüber gesprochen, was der Kapitän vorhat. Und er fragt auch den Co-Pilot und auch letztendlich die Cabin Crew, ob irgendwas gegen seine Entscheidung trifft. Meinetwegen kann ja auch sein, dass ein kranker Passagier hinten ist, wo gewisse Entscheidungen halt nochmal überdacht werden müssen. Das, Gott sei Dank, hat sich geändert. Da arbeitet man tatsächlich im Team und entscheidet dann auch entsprechend. Was hat Und natürlich. dafür gibt's ein Vordeckmodell, wo man dann über die Fakten redet, wo man aber auch die Optionen betrachtet. Welche Optionen habe ich eigentlich in diesem Umfeld, wo ich einen Zeitdruck habe, wo ich vielleicht auch darauf auf den Sprit achten muss. Und dann aber auch zu sagen, gut, wenn ich jetzt Optionen außer Acht lasse, dann ist eventuell auch ein Risiko damit verbunden. Das heißt, ich mache eine Wir Risikobewertung. machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tipps. Raus aus dem Tal, raus aus dem Tal. Du kannst Risiko schwer einschätzen, damit du zukünftig leichter mit Risikoeinschätzungen umgehen kannst, gebe ich dir mal folgende drei Tipps. Erster Tipp: Analysiere, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Und wenn du diese Analyse gemacht hast, verbünde dich auch mit dem, indem du sagst, und ich akzeptiere es auch, wenn schon schlimmstenfalls eintreten sollte. Zweiter Punkt ist: Checke die Position. Bist du außerhalb der Komfortzone? Vielleicht sogar in der Flex Zone, aber noch entfernt von der Danger Zone. Also check das mal, wo bist du mit diesem Risiko. Und dritter Punkt ist, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung, aber meistens nicht die beste. Also entscheide dich, geh ruhig ins Risiko, sei mutig und du wirst sehen, wenn du alles abgecheckt hast, wird es richtig bergisch gut. So, und dieses D in dem Vordeck entsteht dann für Decision, für Entscheidung. Das heißt, dann entscheide ich aber auch und führe auch aus. Und das sagt das E von dem Vordeck. Ich führe aus und mit dem C kontrolliere ich das Ganze nochmal. Bin ich auf dem richtigen Weg in meiner Entscheidung oder muss ich vielleicht nachjustieren? Und ich Und bin dieses, sicher, dass du. Ja. das hilft einem unglaublich. Warum? Weil es auch jedem bekannt ist. Ja, es ist kein was Neues, sondern es wird gehandhabt wie, ja, wie eine Toolbox, beziehungsweise wie ein Ja. Werkzeug, was sich etabliert hat und sehr gut funktioniert. Also es muss in Fleisch und Blut übergegangen sein, weil wenn du erstmal dann wieder deine Checkliste rauskramst und wo habe ich das und wie war denn das damals bei der Schulung, sondern das ist wirklich in Fleisch und Blut, weil da geht es ja um Sekunden. Also wenn da oben, du hast ja jetzt halt beim Autofahren, da hat man nicht die dritte Dimension, aber in der Luft ist halt die dritte Dimension da und du hast halt einige Passagiere an Bord und das ist natürlich auch wichtig, die Verantwortung zu haben und dann feilschnell entscheiden zu können. Ja, entschieden haben wir, dass wir auch mit Teams sowas machen. Da, ich finde es ja immer grandios bei mir, siehst du, erleben, erlernen, erreichen. Und es ist einfach schön, dass wir gemeinsam mit unseren Teilnehmern erleben dürften in einem Flugsimulator, was es wirklich heißt, in solchen Stresssituationen richtig zu handeln. Warum denkst du, ist so ein Flugsimulator ein schöner Platz, um die Dinge erleben zu können? Und wie verhalten sich denn die Menschen in solchen Momenten, auch wenn es nur simuliert ist? Die Frage bekomme ich immer wieder: Warum eigentlich ein Flugsimulator? Stell dir vor, du betrittst einen Flugsimulator, die Tür geht zu und die Illusion ist so perfekt, dass wenn ich dich frage, Theo, wo bist du, dass du sagst, in einem Flugzeug. Ja? So, und genau der Effekt, der tritt auf. Man hört die Geräusche der Triebwerke, man sieht vorne die Rollbahn oder gerade, wenn man in der Luft unterwegs ist, man sieht, guckt auf Städte herunter und so weiter. Und das Schöne an einem Simulator ist halt, dass man Situationen simulieren kann, auch gerade in Teams simulieren kann. Und auch, dass man den Teammitgliedern in dem Moment auch andere Rollen, die sie sonst vielleicht im Unternehmen nicht spielen, weil es halt die Stellenbeschreibung nicht hergibt, um es so zu sagen, die können sie da mal ausleben. Und auch dann die Vorgesetzten, wenn die mit dabei sind, die sehen auch, zu welchen Fähigkeiten die Mitarbeiter imstande sind, wenn sie denn vielleicht mal was anderes machen, als sie sonst gewohnt sind. Und ein weiterer schöner Effekt am Flugsimulator ist, dass man auch zu dem Punkt zurückgehen kann, wo man vielleicht mal eine falsche Entscheidung getroffen hat, um dann im Team zu überlegen, welche Entscheidung wäre die richtige und dann nochmal dieses Szenario jetzt mit der anderen Entscheidung durchführen zu lassen. Und dieser Lerneffekt, der ist richtig, richtig gut und prädestiniert,
Auch, dass man in Umgebungen, die einen zuerst komplett überfordern, ja, dennoch irgendwann mal einen Plan hat und sich darin zurechtfindet. Dadurch steigt das Selbstbewusstsein unglaublich, aber auch die Teamfähigkeit. Du erkennst sofort, wer ist ein Macher oder wer liefert gerne zu. Ja? Und in dem Moment erkennen die Teams auch, dass man wirklich jeden braucht, um dieses Szenario bestehen zu können. Ja, und auch Rücksicht nehmen auf jeden. Wie geht es denn dem momentan? Da waren gestandene Manager, dann ist der Schweiß auf der Stirn. Aber nicht der Schweiß, ja, weil da keine Klima funktioniert hat, sondern Angst, Schweiß. Und dann haben sich Mitarbeiter darum gekümmert. Also es ist interessant, auch mal dann gespürt zu haben. Und das ist genau diese Simulation, die ich kann es bekräftigen. Ich kann auch jeden ermuntern, mal mitzumachen, dabei zu sein. Es ist wirklich grandios, gerade in diesen Stressmomenten, die dann entstehen, wirklich drin zu sein. Und du denkst, das ist echt. Ja. Ja, total, Theo. Ne? Und ich sage mal, wenn die Leute dann sagen, boah, ich habe ein Airbus gelandet, ja. Also diese Freude, die dann auch emotional unglaublich groß ist. Und das ist auch das Schöne daran, dadurch, dass es ja ein gewisser 3D-Effekt ist mit der großen Panoramascheibe, ja, und man auch ein räumliches Gefühl hat, diese Emotionen, die damit verbunden sind, die hallen ganz, ganz lange nach. Und das ist der Unterschied zum Seminarraum. Ja. Du hast eine dritte Komponente, nämlich die emotionale. Ja, durch das Erleben. Das Erleben nimmt dir keiner. Ja. Genau. Wie du einen Urlaub erleben kannst. Ja, wir waren in Köln mit einer Crew, mit einer Unternehmercrew, mit dem Management Board. Und ich weiß noch, wie heute, das war ein halbes Jahr vor der Pandemie. Und da haben wir simuliert, wie gehen wir denn mit Stress um, mit Unvorhergesehenen. Und das hat ihnen wirklich geholfen, das, was wir da gelernt haben, mit dir im Flugsimulator dann während der Pandemie umzusetzen. Genau, mehr miteinander kommunizieren, Rücksicht nehmen, auf Distanz vom Headquarter aus mit den Mitarbeitern in Kontakt bleiben. Das haben wir alle eins zu eins umgesetzt. Und die haben gesagt, wenn wir das Seminar nicht gehabt hätten, diese 2 Tage, dann wer weiß, wie wir da durch die Pandemie durchgekommen sind. Ja, ja, das war wirklich sehr, 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 sehr interessant und auch sehr aufschlussreich. Vor allem, wir konnten den Stellenwert von Kommunikation einmal spüren. Ja. Man muss sich mal überlegen, in der Fliegerei sieht man bis auf den Co-Piloten und vielleicht die Cabin Crew, man sieht ja keinen. Und trotzdem unterhält man sich per Funk. Man sieht den anderen nicht, ob es auf dem Boden ist oder ob es jetzt in der Luft ist. Und da muss die Kommunikation stimmen. Und die Frage ist ja, wie machen Piloten das denn, dass die Kommunikation immer stimmt? Und auch da gibt es ein kleines Werkzeug, was da heißt Closed Loop Communication. Das heißt, jeder Funkspruch wird wiederholt, ja, sodass beide Seiten ein gutes Gefühl haben, auch richtig unterwegs zu sein. Und vor allen Dingen, dass der andere einen auch so verstanden hat, wie man es meint. Als Bestätigung nochmal. Egal, was A sagt, wichtig ist, was B versteht. Und wenn er das wiederholt und das dem entspricht, was der andere gesagt hat, dann ist ein Check. Ja, dann passt das. Ja, ganz es genau. Wäre so das einfach. Kann man auch es wäre so einfach und so schön. Was hindert uns denn heutzutage, diese einfachen Dinge umzusetzen? Welche Erfahrung hast du im Business gemacht? Ja, welche? Dass man immer glaubt, oder das nicht immer, aber dass fehlt, dass oft geglaubt wird, ich habe es doch gesagt, eigentlich müsste der andere es doch verstehen. Das heißt, man holt sich das Commitment nicht ab. Ja, sondern, oder oft ist auch die Denke, das ist doch eigentlich ganz einfach. Ich weiß gar nicht, warum man darüber überhaupt noch redet. Aber genau dann muss man es machen. Ja. Theo, du sagtest gestern in unserem Telefonat, genau dann, wenn es richtig, richtig eng wird, auch menschlich eng wird, genau dann muss man mehr kommunizieren. Was macht der Mensch? Je enger es wird und desto problematischer es wird, desto mehr schränkt er seine Kommunikation ein. Der Mensch müsste genau den Weg andersherum gehen. Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tipps. Raus aus dem Tal. Dein Kommunikationsverhalten unter Stress lässt zu wünschen. Damit du unter Stress zukünftig noch besser kommunizieren kannst, gebe ich dir mal folgende 3 Tipps. Erster Tipp ist, überleg mal, wann hast du zum letzten Mal um Hilfe gebeten oder gerufen? Und was ist denn dann passiert? Schreib's doch mal stichpunktartig auf. Zweiter Tipp ist, reflektiere dein Kommunikationsverhalten unter Stress. Bist du eher auf einer Skala von 0 bis 10 bei 0 der Schweigsame, der überhaupt nicht spricht, oder 10, der sehr viel sich vom Herzen spricht und mit anderen in Kommunikation geht? Und dritter Punkt ist, zieh die Erkenntnisse daraus. Welche Erkenntnisse ziehst du also daraus, aus dieser Reflexion? Und was wirst du denn zukünftig anders machen? Schreib da schon mal 3 wesentliche Dinge auf, was du aus deinem Reflexionsverhalten veränderst, um dann aktiv was zu tun. Viel Spaß und Erfolg dabei wünsche ich dir.
Das ist so ein Verhaltensmuster wahrscheinlich, den Dingen aus dem Weg gehen und nicht drüber reden. Ja, und das ist ganz wichtig in der Fliegerei, dass man das im Endeffekt genau tut, ne? Dass man auch Bedenken äußert. Und zum Beispiel ein Co-Pilot wird nur ein Co-Pilot, wenn er auch in der Lage ist, den Kapitän, der vom Ranking her höher ist, im Endeffekt auch zu kritisieren oder auch zu unterstützen mit seinen Gedanken und ja, mit seinen Ideen. Das muss gegeben sein, sonst wird er vorne nicht mitfliegen können. Und das Genau. ist auch gut so. Und das ist der Unterschied nochmal zu früher, Theo. Früher war das einfach nicht gewünscht. Genau, was nicht gewünscht. Und da sind auch viele Unfälle ja passiert, die werden ja analysiert, dann die Blackbox und die ganzen Funksprüche ausgewertet. Und ich weiß noch ein Beispiel, das du mal erzählt hast, wo es ja drei Höhenmesser gibt und der Kapitän eine andere Ablesung hatte als der Co-Pilot und der dritte. Und ja, vielleicht kannst du uns mal die Geschichte erzählen, was da passiert ist. Ja, der Kapitän hatte ein fehlerhaftes Instrument, hat aber im Endeffekt darauf bestanden, auch aufgrund seiner Erfahrung, dass er schon weiß, wie er damit umzugehen hat und dass seine Anzeige richtig ist und der Co-Pilot dann halt ja, darauf hingewiesen hat, aber die Schwierigkeit dann darin bestand, den Kapitän davon zu überzeugen, dass sein Instrument jetzt nicht richtig geht und dass man doch mal das dritte Instrument bemüht. Das ist übrigens auch ein Szenario, was wir im Simulator durchspielen. Wie schaffe ich es, einen ranghöheren Menschen davon zu überzeugen, auch mal loszulassen, auf mich zu hören und auch mal die Fakten mal zu checken, ob ich nicht wirklich recht habe in dem Moment. Ja. Auch das ist ein Szenario, an dem man wachsen kann und wo man beiden Seiten auch Tipps geben kann und wo man auch vor allen Dingen im Simulator die Konsequenzen erlebt, wenn denn Beharrlichkeit gewinnt. Ja, es Das ist so ähnlich, sollte nicht sein. ja, es ist ähnlich wie, was zählt unsere Erfahrung, die wir schon lange haben, wenn sie nicht mehr zeitgemäß ist. Und darum ist das auch ein Appell. Wir können Erfahrung haben, aber das ist vielleicht gar nicht mehr zeitgemäß. Die jungen Leute haben ganz andere Erfahrungen im Umgang mit irgendwelchen Dingen, wo wir nur weit, weit weg sind. Also hör auf die Jüngeren, gib denen eine Chance, auch mal dich überzeugen zu können, dass ihre Meinung auch eine wertschätzende Meinung sein kann. Ja, ist übrigens auch ein Grund, warum so eine Pilotencrew auch aus einem Menschen mit viel Erfahrung halt besteht und einem, der vielleicht gerade eingestiegen ist oder vielleicht eine kürzere Zeit noch fliegt, weil sich genau das halt dann als bewahrheitet hat, dass es eine gute Mischung ist an der Stelle, ne? Es waren ja mal zeitlang auch Flugzeugentführungen, und das war natürlich absolutes Krisenmanagement. Was kann man denn aus dem Fall lernen? Also wenn wirklich hohe Gewalt auf das Flugsystem ausgeführt wird, das kann natürlich im Unternehmen heißen, es kommt Gewalt von außen, es kommen Drohgebärden von außen, es kommt eine feindliche Übernahme, es gibt ja alles in der Wirtschaft heutzutage. Was können wir da daraus ableiten? Ich glaube, das Wichtigste, was in dem Moment ist, das ist einen kühlen Kopf bewahren, und sich seiner Stärken besinnen. Und versuchen, die Emotionen möglichst außen vor zu lassen. Emotion ist sowieso ein Thema in der Fliegerei. Sie sind schön, nur an manchen Stellen haben sie in der Fliegerei wirklich nichts zu suchen. Und auch da gibt es Methoden, dieses Fenster, dieses emotionsfreie Fenster relativ weit offen zu halten, ohne dass jetzt die Emotionen mich sozusagen kapern und ich im Endeffekt nur noch, vielleicht sogar nur noch reagiere, aber dann ja halt nicht mehr rational unterwegs bin. Das muss unbedingt vermieden werden. Und interessanterweise, wenn ich frage, du hör mal, was erwartest du, wenn du in einen Flieger steigst? Was erwartest du von den Piloten hinsichtlich Stress und Kommunikation und Emotionen und so weiter? Ja, genau, die erwarten das alle, Theo. Ne, sonst würden sie da nicht einsteigen. So, Man ist und ich Vertrauen sage immer, null. ja, dann, genau, und ich sage immer, dann schaut euch doch mal an, wie die das machen. Ja, welches Werkzeug haben die? Ne? Es passt sicherlich nicht alles, ja, aber eine ganze Menge lässt sich transferieren aus dem Bereich. Vertrauen, ja, das mit Sicherheit. Hast du ein Beispiel, wie wir Emotionen ausschalten können, so als Appetizer für unsere Hörer und Zuschauer? Also ich sag mal, es gibt einen Punkt in der Fliegerei beim Start. Unter 10.000 Fuß sind private Gespräche nicht erlaubt. Ja, das heißt, da wird nur abgearbeitet, da wird wirklich Dienst nach Vorschrift gemacht, damit man sich wirklich fokussieren kann auf diese Geschichten. So manchen Sachen lassen sich zum Beispiel mit einem persönlichen Rucksack im Endeffekt auch bewerkstelligen. Jeder hat einen persönlichen Rucksack von Geburt an. Und da sind Erfahrungen drin und da sind Dinge drin, die gut funktioniert haben und weniger gut funktioniert haben und so weiter. Und wenn man sich da zum Beispiel ein Bild reinlegt,
was einen zu 100% in Beschlag nimmt, zu 100% erfreut, meinetwegen die Geburt eines Kindes oder die Hochzeit oder einen schönen Urlaub. Und genau dann, wenn es stressig wird, wenn man wirklich glaubt, man packt es nicht mehr, dass man genau für einen ganz, ganz kurzen Moment dieses Bild aus dem Rucksack holt, sich daran erinnert und dann mental mal ganz kurz loslässt. Ja, in der Fliegerei wird es dann sein, dass man dem anderen das Kommando kurz übergibt, ne, um sich wieder ein bisschen zu sammeln und dann kommt man wieder zurück ins Geschehen. Ja, das ist ähnlich wie bei uns im Spitzensport, da ist es auch gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren. Genau. Die können uns beflügeln, können aber auch uns irgendwo auch kaputt machen, diese mentale Stärke, wenn wir die nicht haben, diesen Umschaltmoment. Wenn wir Angst vorhaben statt Freude auf, dann geht es meistens schief. Ja. Ja, was auch noch wichtig ist, Theo, finde ich, dass man den anderen auch zuhört, dass man, man muss die Ideen der anderen nicht übernehmen, aber man kann sie sich anhören und man kann sie bewerten, ob sie gut für einen sind oder halt auch nicht. Ja. Und das finde ich so wertvoll, dass man das wirklich wertfrei hinbekommt. Das sollte das Ziel sein, um dann vielleicht Teile daraus zu nehmen, bei sich einzubauen und dann eine Entscheidung zu treffen. Auch das ist ja zulässig, aber nicht von vornherein die Meinung einzunehmen, die Idee kommt von dem anderen, da gucke ich erstmal gar nicht hin. Also das wird auch in der Fliegerei nicht passieren, das wird auch gelehrt, dass so etwas nicht passiert, weil sich das halt auch als sehr gut und effizient erwiesen hat. Ja, das ist nicht respektvoll, wenn man dem anderen seine Meinung nicht mal anhört. Mir kommt gerade die Idee, bereitest dich ja gewissenhaft auf den Flug vor. Gibt es denn auch eine Nachbereitung, gerade eben solche Situationen nochmal aufzuarbeiten, wenn man auf sicherem Boden ist und so ein Debriefing zu machen? Was haben wir gut gemacht? Was müssen wir besser machen? Und auch die Meinung des anderen mal ausdiskutieren. Absolut, Theo. Also Debriefing ist mit das Wichtigste, was man machen sollte. Thema Lessons learned. Ja. Was kann ich daraus mitnehmen? Ja. Was würde ich aufgrund dessen nächstes Mal auch anders machen? Worauf würde ich achten? Mhm. Als ich zum Beispiel hier in diesem Gewitterflug war von Norderney, da habe ich auch gedacht, ich müsste vielleicht noch ein paar Karten mehr mitnehmen. Normalerweise fliege ich nicht nach Holland und würde mir nie mehr passieren, dass ich jetzt zum Beispiel Dinge nicht dabei habe, auf die ich dann im Notfall zurückgreifen müsste. Das war mein Lessons learned an der Stelle. Ja. Und es war auch so einprägsam, dass ich auch immer beherzt habe, das Ganze. Ja, und auch in der Fliegerei, auch da setzt man sich nochmal kurz zusammen nach jedem Flug und sagt, okay, gibt es was, worüber wir reden müssen? Ist alles gut gelaufen? Wer hat Verbesserungsvorschläge? Leider erfahre ich aber in Unternehmen, dass man immer sagt, ja, Lessons learned, wir wissen es, wir müssten eigentlich mehr machen. Ne? Und du weißt, Theo, aus Erfahrung immer, was eigentlich ist, passiert nicht. Ja. Und und da sollte man auch Lessons learned bei Beginn eines nächsten Projektes oder einer Entscheidung oder wie auch immer unbedingt einfließen lassen. Ja. Und das kann man auch aus der Fliegerei sehr gut lernen. Ja, und ich glaube, was bei Lessons learned halt wichtig ist, dass man nicht das wer fragt, wer war schuld, sondern weshalb konnte das passieren. Und das ist ja auch viel sinnvoller, also nicht mit dem Finger nach dem Schuldigen jemand opfern, jemand schlachten, sondern weshalb? Was hat der Prozess da vernachlässigt oder wurde der Prozess nicht eingehalten? Weshalb kann sowas passieren? Ja, genau. Also das sollte auch das Ziel sein, zu sagen, was ist passiert und wie konnte ich aufgrund dieser technischen Voraussetzung, wie konnte es überhaupt zu diesem Fehler kommen? Eigentlich hätte es ja ausgeschlossen werden müssen. Die Erwartung an jemanden, der den Fehler begeht, ist aber auf jeden Fall, dass er diesen Fehler meldet, dass er nicht den Fehler erkennt und nicht sagt, sondern dass er sagt, da ist das und das passiert. Ja. Und dann gibt es auch kein Fingerpointing. Ja? Dann geht man damit ganz professionell um und versucht, diesen Fehler so abzustellen, dass das nächste Mal einfach nicht mehr möglich ist. Das stimmt. Den Fehler wollen wir ja auch abstellen. Und da kommt ja das Thema Autopilot. Es gibt ja auch den Autopilot schon lange, bevor es das autonome Fahren jetzt kommt, gibt der Autopilot. Mhm. Wie siehst du das? Ich sehe es so ähnlich, wie wenn man es auf die Führung überträgt, dass das Makromanagement ist. Ich verlasse mich auf die Führungskräfte. Ich kann mal loslassen. Wie siehst du das in der Fliegerei? Warum braucht man diesen Autopilot und wann macht es Sinn, trotzdem einzugreifen? Also Autopilot entlastet erst einmal in gewissen Situationen, nicht in allen Situationen. Da, wo es knifflig wird, da sollte man wirklich eingreifen. Alleine auch schon, um am Ball zu bleiben. Ja, also wer nur mit Autopilot fliegt, der lernt irgendwann zum Beispiel das Landen oder das Starten. Und deswegen sind auch viele, viele Luftfahrtgesellschaften hergegangen und haben den Piloten wieder das händische Landen nicht nur empfohlen, sondern es wurde halt zur Pflicht.
In schwierigen Situationen, wenn du merkst, du kommst an deine mentale Kapazitätsgrenze, macht ein Autopilot durchaus Sinn, dem die Verantwortung zu übertragen, um dich dann wieder zu sammeln und zu überlegen, was mache ich als nächstes. Weil in der Fliegerei solltest du immer vor dem Flugzeug sein, gedanklich. Und zu überlegen, was mache ich, wenn das Flugzeug jetzt das und das tut. Ja. Du bist also immer ein Stück weit vorne weg. Ja. Das gibt dir die Gelegenheit, auch Kapazitäten zu haben, um mit gewissen Notsituationen auch klarzukommen. Also agieren können und nicht reagieren zu müssen, weil ich glaube, reagieren ist meistens der schlechtere Deal, wenn man hoch oben ist. Ja. Ist es besser, agieren zu können. Das stimmt. Ja, manche wollen jetzt auch agieren und sagen, hey, das macht so viel Neugierde, das macht ja richtig Spaß. Du schwärmst dir immer vor, es gibt immer neue Locations, fast schon in ganz Deutschland, wo Unternehmer dann mit dir oder uns gemeinsam, wir haben schon einiges auch gemeinsam gemacht, loslegen können. Wie schaut sowas aus, mit Unternehmen zusammen mal so reinzuschnuppern? Ja, ich arbeite ja sehr viel mit der Firma Aerotas zusammen. Die betreibt also Flugsimulatoren in ganz Deutschland, unter anderem auch zunehmend in den Motorworld dieser Welt, also wo man auch neben dem Flugsimulator dann auch in der Autowelt sich so ein bisschen umschauen kann, in der Motorenwelt. Und dort findet man Airbus und Boeing Flugsimulatoren. Das macht richtig, richtig Laune. Warum? Weil man da mit kleinen Teams reingehen kann. Man kann mit großen Teams ran. Man kann aber auch die Location, sage ich mal, in diesen Motorworlds vom Seminarraum her nutzen. Man kann Dinge kombinieren. Während die einen sozusagen im Simulator sind, bespricht man mit den anderen parallel Unternehmensthemen oder bereitet sie auf das Szenario vor, was jetzt demnächst kommt. Und das ist interessant. Und ich war letzte Woche war ich bei einem Kunden gewesen und der war so begeistert von dem Simulator, hat gesagt, wir machen das mal, wir kommen dann auch mit 14 Leuten. Super. Und ich habe gefragt, du hör mal, was möchtest du? Wann war für dich dieser Tag wirklich ein Erfolg? Und ich habe mal hier so ein paar Stichworte aufgeschrieben und er sagte, bei mir ist wichtig, sagte Respekt, Verantwortung, Vertrauen und ehrliche Offenheit. Dachte, und wir wollen mehr miteinander. Dachte, wir wollen weniger Menschen haben, die Dienst nach Vorschrift machen oder nach dem Spruch handeln, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Und er glaubt, dass der Flugsimulator in der Richtung eine ganze Menge machen kann, bewirken kann, weil er letztendlich ein funktionierendes Team voraussetzt. Und wo die Leute auch erkennen, wenn sie bei ihrer Meinung bleiben und bei ihrer Einstellung bleiben, die sie jetzt haben, da kommen sie in der Fliegerei nicht weit. Und in diesem Szenario werden sie sich dann noch nicht wohlfühlen. Und ich habe noch nie erlebt, dass einer jetzt unbedingt seinen Standpunkt durchgedrückt hat, sondern der hat sich im Endeffekt dem Team angepasst und es war für ihn auch im Nachhinein eine wertvolle Erfahrung. Ja. Herzlichen Dank. Ich glaube, meine Lampe geht gerade hoch. Wir gehen in den Sinkflug. Jetzt müssen wir die Tischchen wieder hochklappen, müssen den Gurt wieder anschnallen. Es war ein kurzweiliger, abwechslungsreicher Flug. Ich habe links und rechts aus dem Fenster rausgeblickt, habe die Vergangenheit an mir vorbeiziehen sehen. Und sehe aber vorne am Horizont schon die Zukunft. Freue mich, wenn wir miteinander wieder neue Projekte machen. Und alle, die mal sagen, für ein Unternehmen ist mir das zu viel. Du hast ja ein paar öffentliche Trainings. Wir haben das zum Beispiel in Mönchengladbach gemacht. Seht ihr gerade von der Jubo, wo da stehen. Da kannst du auch da einzelne Teilnehmer schicken. Die können mal reinschnuppern. Die können sagen, jawohl, das ist was. Ja. Und dann können wir das skalieren für die Unternehmen. Also such den Kontakt zum Robert Stolz. Ich werde auch seine Kontaktdaten dann in das Internet mit reinstellen und in all das, was ihr hier habt. Und dann sucht einfach den Kontakt. Ich freue mich, wenn er auf ihn zugreift. Ich mag ihn, ich schätze ihn. Und es ist einfach immer toll, wie erlebnisreich und wie konsequent gerade unter Stress die Kommunikation plötzlich ganz einfach wird. Herzlichen Dank, lieber Robert. Herzlichen Dank, Theo, für die Einladung und für das tolle und kurzweilige Gespräch. Mach's gut. Landeklappen ausfahren. Ja, mache ich. Bis dann. Tschüss. Ciao. Servus. Das war die Videofolge, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie das Video weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, was Souveränität bewirkt.